Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Entschuldigung, ich sterbe gleich, glaube ich gerade. Oh. Hab gedacht, jetzt kann ich noch kurz aufnehmen und. Oh, wartet mal kurz. So. Ich schaue nebenher gerade den Livestream von Kronk. Also wenn ihr irgendjemand habt Tränen hören, es war der Livestream von Kronk. Ich habe es gerade leiser gemacht, weil ich erst irgendwie jetzt doch festgestellt habe, durch Kopfhörer, dass es doch irgendwie laut ist. Und dabei ist es gar nicht so laut. Ja, okay, es könnte dran liegen, weil ich schaue es über das Tablet. Das Tablet liegt halt gerade vor meiner Nase. Ja, ich habe halt gerade wieder mal nicht nachgedacht. Passiert. So, also und wie ihr wisst, wir haben Freitag. Ich muss halt noch ein paar raushauen. Oder was heißt ich muss, ich möchte. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt kurz an Sammler verkaufen. Ja, dann geh doch wieder rein, dein Baby schreit sowieso. Es braucht wieder Liebe. Und ein kleiner Dago, du kleiner süßer Fritix. So. Ah, wir könnten. Ja, haben wir ihn schon gefüttert? Ich weiß schon gar nicht mehr. Bestimmt haben wir den schon mal gefüttert gestern. Im letzten Part. Wir füttern ihn einfach nochmal. Babys brauchen auch viel Essen. Sie sollen ja schließlich groß werden und wachsen und gesund sein. Es gibt nichts Wichtigeres als gesunde Kinder. Heißt zumindest immer, ich habe noch keins. Sollte ich jemals eins haben. Kann ich das vielleicht bestätigen? Na, no, das Baby ist wieder glücklich. Na, no, sie knutscht es ab. Ich finde diese Augen einfach nur genial. Also jetzt von ihr, diese Lilan, das sticht so heraus. Das ist einfach nur genial. So, er tut fleißig Arbeit. Eigentlich könnte er auch mal mit Kollegen Kontakte knüpfen. Was hat er eigentlich? Oh, er hat in die Windel gemacht. Eigentlich wollte ich nur seine Augen angucken. Braun. Braun. Er hat keine braunen Augen, nein. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, weil wir haben ja. Das weiß ich noch, dass wir gestern die Meldung gekriegt haben, dass Darko bald altert. Ich möchte ihn jetzt von alleine altern lassen zum Kleinkind. Klar können wir das selber auch steuern. Steht ja hier bei mehr Auswahl älter werden. Aber das möchte ich eigentlich gerade gar nicht. Na, wir könnten noch eine Runde meditieren. Charisma sind wir fast auf Level 3. Fitness sind wir fast auf Level 2. Kochen. Ja, okay, sie kann eh keine feste Nahrung zu sich nehmen. Könnte witzig. Obwohl, es lohnt sich vielleicht doch, wenn sie noch ein bisschen ihre Kochfähigkeit steigert. Ja, dann kann sie wenigstens fürs Kind und für den Mann kochen. Es ist ein Baby. Und es ist mein Baby, also. Habt ihr eigentlich schon das neue Sticker-Album gesehen? Es hat, ich lenke gerade wieder ein bisschen vom Thema ab, ich weiß. Nee, weil Gronkh hat das vorhin im Livestream, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, dieses Sticker-Album von Panini gezeigt. Wer ist wieder Webstars 2017? Da packt er auch gerade so ein paar Tütchen aus, so kleine, diese. Da wo die halt die Sticker drin sind. Fünf Stück sind ja in jedem Tütchen da drin. Wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile auch schon sehr schlecht bin. Klar, ich meine, das Stickeralbum heißt Webstars, aber ich habe auch schon manche, wo ich mir denke. Wer ist das? Musical.ly habe ich keine Ahnung, wer da so, wer oder was da sich so rumgeistert, weil das habe ich nicht. Und
Instagram bin ich jetzt auch nicht so up to date, was jetzt hier mit wer hat am meisten Instagram-Follower oder sonst irgendwas. Also da bin ich auch nicht ganz up to date. Und irgendwie hat sie Alzheimer, glaube ich. Und von daher bin ich da auch schon ein klein wenig. Oh, das war Kelly Mrs. Vlog. Nee, deswegen habe ich da auch schon ein bisschen geschwächelt so nebenbei erwähnt. Also aber ich glaube, ich muss doch dieses Sticker-Album haben, weil es interessiert mich eigentlich schon, wer da alles drin ist. Komm her, Knofi-Pflanze. Oh, Adam ist wieder zu Hause. Sehr schön. Jetzt bin ich rausgekommen. Wir wollen. Ah nein, ernten tun wir. Weiterentwickeln. Holt ihr euch das Album oder habt ihr das schon? Das. Ich musste echt gerade überlegen, was habe ich als letztes gesagt? Nee, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das holt, ob ihr es. Gibt es überhaupt schon? Doch, ich glaube, das kann man schon kaufen. Oder vielleicht habt ihr es sogar schon. Könnt ihr mir mal alles schreiben? Was ist denn dein Problem, Fräulein? Ich habe keine Ahnung, was gerade ihr Problem war. Habe echt keinen Plan. So, aber du musst jetzt auf jeden Fall Stufe 2 des Vampirbandes lesen. Du musst. Du kommst da nicht drum rum. Und was möchtest du? Und Staffelei malen. Ja, das können wir machen. Sieht nicht aus, als ob es funktioniert hätte. Schade. Oh, halt. Was? Ach so, das war das. Nee. Dann mach mal das. Du musst ja glaubt oder du möchtest. Ist halt schon lange verheiratet. Kannst du gegen sie kämpfen? Ah ja, Vampirkampf. Bitten einzuziehen. Nein. Kräfte zeigen. Nein. Vampirkampf. Mach das mal. Oh, das Bibi schreit. Möchte Schraubenschlüssel zu was? Seit wann ist denn Schraubenschlüssel ein Getränk? Okay. Ich hinterfrag's gar nicht. Nein, ich hinterfrag's erst gar nicht. Kümmer dich mal um dein schreiendes Baby jetzt. Wieso kämpfen die eigentlich direkt vor der Tür? Ich meine, ich würde es noch offensichtlicher machen, okay. Öffnen. Du musst immer noch weiterlesen. Aber dafür bist du ja fast schon Stufe 7. Passt. Ihr seid doch schon lang verheiratet. Oh. So, freundlich. Nach Karrierefragen. Fotos teilen. Tratschen. Nachtag fra kennenlernen, da ist doch. Sie unterrichtet den jetzt so ein bisschen. Ist doch auch lieb. Hat er sich.
Seine Begeisterung lässt zu wünschen übrig. Als Begeisterung sieht bei mir anders aus, wenn man was beigebracht bekommt. So, wer rennt hier denn so rum? Halt. Massa. Okay, dem können wir auch noch Vampirtraining anbieten. So, ups, zu weit. Zu weit. Ja, sehr schön. Ich glaube irgendwie immer noch nicht, dass Schraubenschlüssel ein Getränk ist. Ich versuche gerade zu überlegen. Oh, Tag hat Geburtstag. Kümmere dich mal ums Baby. So, er muss jetzt noch ein Vampir im Kampf besiegen. So, kümmert er sich denn jetzt ums Baby? Kümmert dich ums Baby? Da kümmern sich fremde Menschen um ein Baby. Ist zwar sehr sozial von den Menschen, dass die sich ums Baby kümmern, aber müssen sie doch gar nicht. Können wir dem jetzt auch zu freundlich vorstellen? Dann können wir gegen den eigentlich auch kämpfen. Halt, bleibst du hier? Bleibst du hier? Danke. Zu freundlich von dir. Geh mal duschen. So, Vampirkampf. Auf, Vampirkampf, auf. Wie, ihr könnt jetzt keinen Vampirkampf machen, nur weil sie heimgekommen ist? Ach komm. Mach. Machst du aber schön. Und jetzt machen wir. Vampirkampf. So geht hier denn jetzt nichts mehr gerade? Irgendwas ist tot. Irgendetwas ist gerade tot. Ich weiß nur nicht was. Irgendwie hängt bei mir gerade Twitch. Kein Plan. Ah, jetzt geht's wieder. Es hing kurz. Was treibt ihr? Okay, sehr schön. Bis jetzt haben wir jeden Vampirkampf gewonnen. Ich bin sehr stolz. Es kann wahrscheinlich, wenn wir bei irgendwann auf einen Vampir treffen, der uns platt macht. Egal, was wir tun. Er wird uns einfach platt machen. So. Plauder mal mit dem. Was? Der schläft. Vampire schlafen nicht. Vampire brauchen keinen Schlaf. Mal weiter. Also unsere Sims kommen sehr gut aus dafür, dass sie so wenig schlafen. Bin echt erstaunt. Opa-Vampir. Nächste Belohnung, Alter 2, Machtpunkte.
Okay, wir sind vorsichtig. Brauchst du eigentlich was für deinen Job? Training. Training. Gut, dann gehst du jetzt noch ein bisschen trainieren. Observatorium kaufen. Oh, das können wir alles kaufen, wenn wir uns eigenes Haus bauen. Dann kriegst du alles. Du kriegst dein Observatorium. Alles. Nein, du lenkst jetzt deinen Mann nicht vom Training ab. Du verkaufst das. Drei, zwei, eins. Lesen. Da, Kurs wieder wach. Schreit er jetzt oder schreit er nicht? Nein, nein, er ist artig. Sehr schön. Sehr schön. Ihm fehlt es an nichts. Er liegt da so seelenruhig, strampelt in seiner Babywiege und ist happy. Das freut uns natürlich. Nur glückliche Kinder sind liebe Kinder. Brave Kinder? Ich weiß es nicht. Dago schreit. Nur glückliche Kinder sind zufriedene Kinder, so. Daichi, nein, wir haben jetzt keine Zeit, mit dir essen zu gehen. Wir müssen in 3 Tagen arbeiten, deswegen können wir jetzt nicht mit dir essen gehen. Oh, bin ich doof wieder. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt können wir eigentlich auf, mach mal älter werden. Ach, die schon wieder. Der gefällt's bei uns, glaube ich. Deswegen rennen die hier dauernd rum. Können wir die beißen? Halt, können wir dich beißen? Ich will dich beißen. Nein, nein, schade. Ah, doch. Funktioniert. Bist du schon fertig? Ja. Sehr schön. Wie weit bist du überhaupt beim Mixen? Oh, Darko ist älter. Oh Gott, was gebe ich ihm denn? Diese kleinen Kinder lieben es, mit anderen zu kommunizieren. Sie erlernen die Kommunikationsfähigkeit schnell und haben keine Angst vor Fremden. Sie können andere Sims lieb haben. Neugierige Entdecker. Dieses kleine Kind baut, was? Diese kleinen Kinder bauen etwas schneller. Denkfähigkeit auf. Sie sind am glücklichsten, wenn sie etwas lernen, traurig, wenn sie eine Weile nichts gelernt haben. Anhänglich. Diese schüchternen kleinen Kinder gehen Sims außerhalb des Haushalts aus dem Weg und werden traurig, wenn sie zurückgelassen werden. Wenn sie unterrichtet werden, erhalten sie zusätzlich Fähigkeit. Sie erholen sich schneller von schlechter Laune, wenn sie getröstet werden. Heikel. Kleine Unruhestifter, die oft weinen, Ärger machen und Wutanfälle bekommen. Aufmerksamkeit macht sie glücklich und hilft ihnen, negative Stimmung zu überwinden. Engelsgleich. Liebe umgängliche Kleinkinder. Sie sind nie trotzig und bekommen keine Tobsuchtsanfälle. Sie reden auch mit Fremden. Wild, geistreich und voller Energie. Diese Kleinkinder lieben es, Dinge zu erkunden und werden energiegeladen. Sie bauen etwas schneller Bewegungsfähigkeit auf, wenn sie eine Weile nicht draußen waren, werden sie traurig. Albern und neugierig. Albern und neugierig. Diese Kleinkinder erzählen gerne Witze und sind verspielt. Sie bauen etwas schneller Fantasiefähigkeit auf. Unabhängig. Diese Kleinkinder lieben ihre Freiheit und mögen es nicht von ihrem Pflegeperson befürwortet zu werden. Sie bauen zusätzlich Fähigkeit auf, wenn sie alleine gelassen werden und brauchen weniger Aufmerksamkeit als andere Kinder. Ich überlege, ob ich ihm neugierig gebe oder unabhängig. Ich gebe ihm unabhängig.
Machen ein unabhängiges Kind aus ihm. Ah, er hat auch die lila Augen von seiner Mami gekriegt. Wo ist mein Kind? Ach, du Heilige. Was hast du denn an? Der Laufen beibringen. Ja, bring ihm Laufen bei, aber wir müssen ihn umziehen noch. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Das mache ich jetzt nicht, sonst wird es ein übermäßig riesen XXL langer Part. Er muss jetzt nicht sein. Er hat die lila Augen von seiner Mami gekriegt. Ich glaub's nicht. Darko. Stapeln. Bewegungsfähigkeit. Aber um Kleinkinder, die sich auf Bewegung konzentrieren, kommen ganz schön in der Welt herum. Mit der Bewegungsfähigkeit können Kleinkinder schneller gehen, laufen, Treppen steigen und tanzen. Tanzen, tanzen. Kleinkinder können sie verbessern, indem sie herumgehen, mit Stapelblöcken bauen, tanzen oder mit Erwachsenen ringen. Oh, er mag keine Aliens. Deswegen bist du auch ein Vampir, mein kleiner Schatz. Gott, diese lila Augen sehen voll creepy aus. Zumindest bei ihm gerade. Das sieht voll creepy aus. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig creepy aus. Oh mein Gott. Ich mache auf jeden Fall jetzt einen Cut an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich muss das jetzt noch rendern und hochladen. Kriege ich hin. Kriege ich alles hin. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!